es scheint, sind die Talbewohner in zwei Parteien aufgeteilt. Sie nennen sich gegenseitig die Piraten und die Pioniere. Beide Lager scheinen das Wort eines Lehrmeisters zu respektieren. Aber ihre Interpretation ist wohl unterschiedlich. Die Piraten sind aggressiver, während die Pioniere sich mehr ausgrenzen. Oh, da hätte ich ja fast die Anmoderation vergessen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ah ja, wie genau. Wir hatten diese Banditen-Dings relativ unnötig hochgenommen. Also dieses kleine Dorf da. Also nicht die Festung, die mussten wir machen, sondern das kleine Dorf, diese paar, die dort da waren. Zwei oder drei wären es doch gewesen, das hätten wir egal. Aber egal. Jetzt waren wir ein bisschen unterwegs, tiefer in den Wald rein. Wahrscheinlich versuche nach dem Herr des Waldes, diesem Bär, dem wir vor einigen Folgen begegnet sind. Ja, gucken wir mal, was uns unsere Reise heute bringt. Hier bei Metro Exodus. Genau, Piraten und Pioniere, das kennen wir ja mittlerweile auch. Da haben wir jetzt ja ein bisschen genau umgeguckt. Die Pioniere grenzen sich ein bisschen mehr. Wir mussten tatsächlich uns ein bisschen durcharbeiten dort. Hat aber mittlerweile ganz gut geklappt und wir sind mittlerweile gut auf dem Weg. Und ich bin mal gespannt, wie unsere Geschichte weitergeht hier. Ich bin wirklich gespannt auf das weitere Vorgehen in Let's Play Metro Exodus, liebe Leute. Wenn das Spiel jetzt mal so langsam weitergeht. Ich bin wirklich gespannt, wenn dieses Spiel mal irgendwann laden würde. Jedes Mal, wenn dieser Bildschirm kommt, dieser Ladebildschirm kommt, dann wisst ihr, es beginnt eine neue Aufnahmesession. Die ist jetzt dran. Ich habe letztes Mal 7 Folgen hintereinander weg aufgenommen. So viel werden es definitiv in dieser heutigen Session nicht werden. Ich denke, es werden 2 oder 3 werden. Ich habe noch keine Ahnung, was mir jetzt bringt. Ich habe heute noch schon ein bisschen was anderes aufgenommen. Also wie gesagt, steht es mir nach, dass ich ab und an auch mal einen Moment Pause mache und mal ein bisschen sage, okay, jetzt ist erstmal wieder gut. Gut, dann gucken wir mal. Also ein bisschen haben wir was zu fahren auf jeden Fall noch. Zu tun. So rum, ist es richtig? Oh, ich will weiterzugehen. Jo, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus nochmal. Wir gucken uns das mal ein bisschen genauer um, weil irgendwie ist da ja vorne auch noch ein Lagerfeuer. Da könnten durchaus einige Leute sein. Moment, was ist das? Was ist das hier? Irgendwas Wichtiges? Mal ausmachen. So. So eine Art Schrein. Ist da ein Gegner? So aus, als wäre da gerade irgendwas. Aber diese Höhle da hinten könnte durchaus interessant sein. Die könnte durchaus etwas verbergen. Nur die Frage ist, was erwartet uns dort? Puh, ich habe ein kleines bisschen Bammel gerade wieder. Ihr kennt das jetzt natürlich im Metro Exodus. Oder von mir. Ich habe einen heiden Respekt vor diesem Spiel. Definitiv. So, wir könnten das Lagerfeuer wieder anmachen. Ich bleibe mal ein bisschen in der Deckung, in der Hocke. Wer weiß. Ich mache mir das Licht an. Ja, überall. Ach so, irgendwelche Fliegen und Motten. Warte mal, wir nehmen das mal hier mit. Irgendwas haben wir jetzt geholt. Eine Pfeilspitze, okay. Ich muss mich mal gerade ein bisschen umgucken hier. Oh, Alter. Okay.
scheint also nicht groß interessant zu sein. Wir müssen also irgendwie wieder weiter rein ins Landesinnere. So, warte mal, ich muss mich komplett orientieren. Das Gute ist, dass der Fall mitläuft. Da lang wir, okay. Kann ich nicht die Waffe wechseln? Doch. Ist das überhaupt richtig? Da lang. Ich muss gerade mal ein bisschen. Ich verrate mich jetzt gerade mal nicht, weil der steht wahrscheinlich hier direkt neben mir. Und da habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust drauf, gerade, dass ich da irgendwie eine Konversation habe. Der kommt jetzt nicht. Der scheint wohl ganz nah zu sein. Weiter. Ich brauche nicht wirklich. Ich brauche nicht unendlich Feindkontakt und könnte Feindkontakt. Ich wollte mich eigentlich von diesem Standort noch ein bisschen verziehen. So, ich muss mich ein bisschen orientieren. Okay, dann scheint das hier irgendwo. Ich hab jetzt gedacht, wir könnten jetzt. Sniper. Habe ich nicht, wie zerlege ich die? Ja, nehmen wir mit. Ah, okay. Das ist also normal. Das ist ein Sniper? Ja. So. Wie gesagt, nochmal. Ich möchte. Feindkontakt so wenig wie möglich, so niedrig wie möglich halten. So ist es richtig. Die Frage ist. So. Wo müssen wir denn da lang? Also doch richtig. Also müssen wir hier irgendwo lang. Hier hoch oder wo? Warte, aber. Moment. Oder gibt's da wieder. Oh Gott. Die Frage ist: Wo müssen wir lang? Da unten lang oder was? Arbeiten wir uns mit der Dings durch.
Gibt's hier keinen Weg nach unten? Ich meine, wir können es versuchen. Geht. Okay. Das war eigentlich der Plan an der Sache. Das blöde Gefühl, dass wir da hoch müssen. Shit. Warte mal. Den wollte ich eigentlich auch gern vermeiden. Das Problem ist einfach, Wege zu suchen. Die richtigen Wege. Wir müssen auf jeden Fall zu diesem Schrein dort. Das scheint wohl der Weg zu sein. Oder das muss also der Zielpunkt zu sein. Wie viel sind da drin? So, die Waffe da oder was? Gut. Hab ihn. Das hier? Okay. Gut. Wenn der Typ mal stehen bleiben würde, könnte ich ihn noch wegsnipen von der Seite. Hab ihn.
wie kommt man da hin zur Hölle? Ich meine, es muss ja einen Weg geben, ne? Das war natürlich der Plan, der absolut schief ging. Scheiße. Natürlich war das nicht der Plan. Ach, ich meine, wie komme ich denn da hin? Sag mal bitte nicht, dass ich schon wieder hier neben ihm stehe. Jetzt mal stehen bleiben. Hab dich. Die Frage ist, soll ich die da hinten holen oder soll ich die lassen? Ich hoffe, ich lasse die einfach mal. Warte mal. Wie komme ich da wieder? Wie komme ich zu dem Schrein? Das ist mal eine gute Frage. Unten rum. Ich musste den ja wegsnicken, den einen. Das ging ja nicht anders. Okay. Scheiße. Aber das muss doch einen Weg geben. Oder gibt es den oben rum? Ich muss mich gerade nur wieder orientieren gerade. Komplett. Warte mal, bist du den Weg hinten rum? Okay. Alter, kannst du dich mal. Alter. Ich will den da hoch. Kann ich da hoch? Da muss es. Doch sowas wie einen Weg hochgeben. Ja, das ist der Weg. Das ist der. Da muss ich hoch. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Der will mich da nicht hochgehen, ne? Warte mal. Wir sind ertrunken. Aber irgendwie. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass wir da nicht weiterkommen.
Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Falls ihr da irgendwie mal einen Plan habt, Leute, schreibt es mir in die Kommentare. So, da müssen wir die Jungs wieder wegsnacken. Den kann man jetzt gerade mal komplett außen vor lassen, oder? Naja. So komplett außen vor lassen kann ich den auch nicht, ne? Tot. Scheiße. Ja, komm her. Der Schweinehund ist auf der Leiter. Scheiße. Zwei. Du verdammter Schweinehund. Ja, es war mir so klar irgendwie. Och Mann. Das, ja, ich schäme jetzt gerade zum dritten Mal. Die denn auf einmal alle her? Ich hab den einen nur weggesnickt. Und auf einmal kamen dann drei, vier andere, die auf einmal ganz schnell bei mir waren. Ah, irgendwie will das heute nicht. Irgendwie mag mich das Spiel heute nicht. Der hat mich eben gesehen, glaube ich. Der Hurensohn ist hier! Fuck. Oh Mann. Leck mich doch am Arsch, wie komme ich denn da hin? Naja, das erfahren wir dann hoffentlich in der nächsten Folge.